Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement aus 9.1 und zwar das einzige neue Pet Battle Achievement. Und das finden wir natürlich unter Haustierkampf und dann unter Sammlungen. Dieses Achievement schimpft sich Fuchsig werden. Und was müssen wir dafür machen? Findet Schlitzuhr jedes Mal, wenn ihr wegläuft. Hört sich einfach an. Ist es auch, aber es ist ziemlich zeitintensiv, nicht von der Zeit, die ihr für das Achievement an sich braucht, sondern eher für die Wartezeit. Denn ihr müsst dreimal Schlitzohr finden und Schlitzohr läuft einmal immer weg, wenn der Kyrianer-Angriff hier im Schlund ist. Was ist der Kyrianer-Angriff? Wir haben alle 3,5 Tage einen Angriff, der wechselt. Heißt, in einer Woche, also in einer WoW-ID-Woche von Mittwoch bis wieder Mittwoch gibt es 2 Angriffe. Es sind 4 Covenants, die angreifen. Heißt, innerhalb von 2 Wochen greift einmal die Kyrianer an, einmal die Necrolords, einmal die Ventier und einmal die Nightfee. Bedeutet, alle 2 Wochen kriegt ihr einen Kyrianer-Angriff. Heißt, für 3 Kyrianer-Angriffe müsst ihr halt 6 Wochen warten. Deswegen zeitintensiv. Gut, wenn wir jetzt hier den Kyrianer-Angriff haben, dann sind wir jetzt hier in dem Lager, direkt vor Venaris Zuflucht auf den Koordinaten 42, 44. Und jetzt ist es so, dass wir dann hier so ein paar Vulpin haben. Und jetzt müssen wir mit einem NPC interagieren, und zwar der hier. Und dann quatschen wir ihn mal an. Und der hat uns einmal einen Dialog. Ich werde den vermissten Vulpin finden. Wenn wir den anklicken, dann kriegen wir einen Buff und einen Vulpin bereitgestellt. Und ihr seht, wir haben hier so Spuren. Und jetzt ist es so, dass wir diesen Spuren nachlaufen müssen. Ihr solltet den Spuren auf jeden Fall immer folgen, dann findet ihr nämlich auch den Vulpin und sonst wird er euch, glaube ich, auch nicht angezeigt. Jedes Mal, der 3 Mal, die ihr losgeschickt werdet, gehen die Spuren woanders hin. Also ich glaube, das erste Mal wurde ich irgendwo hinter geschickt, das zweite Mal irgendwo hier hinter und jetzt geht es quasi hier rüber mit den Spuren. So, wo ich das hier aufnehme, ist das letzte von den 3 Malen leider ein bisschen verbuggt und die Spuren enden einfach und man muss quasi selber weiterlaufen. Ja? Und den Part werde ich euch zeigen. Die ersten beiden Spuren sind kein Problem. Die führen euch direkt zum Pad hin und ihr könnt es einfach anklicken. Die habe ich jetzt hier nicht im Video. Wie gesagt, das eine war, glaube ich, hier hinten irgendwo und das andere war irgendwo hier runter. Aber da haben die Spuren mich direkt hingeführt. Hier beim letzten Mal seht ihr, hier hören die Spuren auf. Hier müsste eigentlich das Pad sein. Ist es aber nicht. Wir laufen jetzt hier weiter. Und zwar einmal hier um die Festung so ein bisschen rum. Und dann, ich habe nämlich vorher schon ein bisschen vorgearbeitet, da habe ich ihn nämlich dann gefunden. Wenn wir nämlich hier hinten rumlaufen, hier irgendwo an der Kante müsste er dann dran stehen. Und ja, ihr seht, ich habe ihn nämlich auch gemarkt gehabt, hier hinten. Jetzt gehen wir mal aus dem Combat, nicht, dass irgendwas buggt. So, und jetzt können wir den nämlich anklicken, wie die anderen beiden Male, die ich das davor schon vor 2 und vor 4 Wochen gemacht habe. Unter da, ich habe ihn jetzt 3 Mal gefunden, gibt einmal das Achievement und beim Achievement gibt es dann natürlich auch das Pet, Schlitzohr schimpft sich, das ist ein süßer kleiner Vulpera und den würde ich mir jetzt mal anschauen. So viele Pets, die so heißen. Okay, da haben wir ihn, Schlitzohr. Achso, habe ich einen... Ah ne, den kriegst du wahrscheinlich wieder per Post, oder? Ah, ja, wir kriegen den per Post, den Schlitzohr. Moment, dann holen wir mal die Stanzpfeife raus. Hier haben wir ihn. Und bei dem müsste es so sein, dass der erstmal relativ nice aussieht. Das ist das eine, aber wir können ihn auch verkaufen. Ja, ich habe den nämlich im Auktionshaus gesehen für, ja, doch schon absurde Summen dafür, dass wir eigentlich nicht sonderlich viel machen müssen, weil der Zeitaufwand während den Invasionen ist vielleicht immer 1 oder 2 Minuten, den zu finden, ne? Also das ist kein Stress. Ihr seht, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Die so ein Vulpin macht auf jeden Fall was her, jetzt hier in der blauen Fassung. Und den müssten wir, ja, ihr seht, wir können ihn einmal in den Käfig packen. Und dann können wir den auch ins Auktionshaus schmeißen. Der wird jetzt wahrscheinlich noch ganz gut was wert sein. In ein paar Wochen wird es halt runtergehen, weil den halt immer mehr Leute farmen können. Und dann wird er halt immer günstiger. Im Moment ist er noch für knappe 40k hier auf Antonidas drin. Ich werde meinen natürlich selber lernen, denn ich bin ja ein Pet-Sammler. Gut, das war eigentlich soweit der kleine Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen damit weiterhelfen. Nochmal die Information, ihr müsst... braucht 3 Kyrianer-Angriffe. Ihr könnt nicht in einem Kyrianer-Angriff alle 3 Pets holen und die Angriffe sind alle 2 Wochen. Dementsprechend, also alle 2 Wochen habt ihr einen Angriff. Dementsprechend müsst ihr Minimum die 6 Wochen warten. Es kann auch sein, dass es dann halt nur
5 Wochen und 5,5 Wochen sind, weil in der Rotation von den 4 Angriffen ist es nicht immer so, dass die gleich starten, sondern in den 2 Wochen sind diese 4 Angriffe, die müssen nicht aber in derselben Reihenfolge sein. Ne? Das soll noch dazu gesagt sein. Gut, damit sind wir dann am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.